Gestern die Nvidia-Konferenz, morgen die FED-Sitzung, heute ist so ein Zwischentag, aber möglicherweise sehen wir so erste kleine Risse in der KI-Euphorie der Wall Street, denn gestern ja der Schaufelverkäufer, CEO von Nvidia, der nochmal klar gemacht hat, welches Potenzial die Goldsuche hat, obwohl bisher keiner wirklich Gold gefunden hat, zumindest nicht kommerziell verwertbares Gold. Hier ist eben jetzt erstaunlich gewesen, dass trotz des neuen Superchips, den man von Nvidia vorgestellt hat, dass da nicht so wirklich Euphorie aufgekommen ist in dem Sektor. Vielmehr sehen wir seit einigen Tagen den Halbleitersektor in den USA unter Druck, also jener Sektor, der besonders anspringt, eben wenn die KI-Euphorie groß ist. Morgen, wie gesagt, die FED-Sitzung, heute so ein Zwischentag, da kann man so ein bisschen spielen. Dünne Umsätze, da ist nicht so wahnsinnig viel los. Es gab eben diese zwei Ereignisse, Nvidia gestern und morgen die FED. Und man war, so heißt es, so ein bisschen enttäuscht, dass nicht noch mehr gekommen ist, außer der Chip, der eigentlich ja schon vorher geleakt worden ist. Aber es ist eben, wie Javier Blas sagt, eine neue Epidemie. Dieses Virus heißt AI, also künstliche Intelligenz. Das ist so ein bisschen wie Bitcoin, Blockchain, ESG. Es gibt immer so bestimmte Themen, die sind so heiß, die werden so hochgekocht, um dann irgendwie in sich zusammenzufallen. ESG ist nicht mehr der allerheißeste Scheiß. Erinnern wir uns an Meme-Aktien, an Tesla. Was war da jeweils für ein Hype? Gehört die Zukunft ganz unbedingt? Und ja, KI ist schon etwas Besonderes, aber bisher ist es schlichtweg zu fehlerhaft, um wirklich in Massenbereichen eingesetzt zu werden. Es passieren schlichtweg zu viele Ungenauigkeiten, zu viele Halluzinationen, wie man sagt. Dementsprechend bin ich mal gespannt, wie man das wirklich kommerziell verwerten will. In einzelnen Bereichen geht das gut, aber eben noch nicht in der wirklich großen Massenanwendung. Jedenfalls haben wir gesehen, dass die Nvidia-Aktie heute zunächst mal im Minus war. Ist das eine Bärenfalle oder eine Bullenfalle? Fragen sich Analysten, die allesamt Nvidia nach dieser wunderbaren Schaufelverkäuferkonferenz nach oben geratet haben, Kursziele aufgestuft hatten, die Aktie dennoch erstmal 3% im Minus, ist jetzt zuletzt, wie ich gesehen habe, sogar leicht ins Plus gedreht, aber eins ist auch klar, Microsoft, Meta, wie sie alle heißen, Google, die also massenweise und auf Vorrat irgendwelche Chips von Nvidia gekauft haben, A100 oder H100, die können sie jetzt mehr oder weniger abschreiben, in die Tonne klopfen, braucht kein Mensch mehr, ist ja an der Performance sozusagen, wenn der neue Chip so viel schneller ist. Das zeigt, dass vor allem die Schaufelverkäufer eben das große Geschäft machen. Während die Goldsucher ständig hinterherrennen, noch eine bessere Schaufel kaufen. Was hilft das aber, wenn die Rechenleistung besser wird, wenn letztendlich irgendwo der Fehler im System ist, wie wir gesehen haben bei Copilot, der KI-Anwendung von Microsoft, bei Gemini, Gemini von Google, da stimmen einfach bestimmte Dinge nicht, und zwar weil offenkundig der Mensch hier eine gewisse Rolle spielt. Bei Google war es eben die Woke-Einstellung offenkundig derjenigen, die die KI geschaffen haben, weswegen wir praktisch keine weißen Menschen sehen, auch wenn man nach Wikingern fragt bei diesem Bildprogramm. Und dann haben wir heute Supermicrocomputer, einer dieser KI-Hype-Aktien, die dann sich entschlossen haben, nachdem der Kurs schon ein bisschen von seinen parabolischen Hochs gefallen ist, mal eben 2 Millionen Aktien rauszugeben. Also eine Art Kapitalerhöhung, könnte man sagen. Es gibt also dann mehr Aktien. Und Goldman Sachs hatte vor 2 Wochen noch hier eine sehr bullische Analyse, eine sehr bullische Einschätzung zu Supermicrocomputer gegeben, um jetzt eben dieses Aktienverkaufsprogramm federführend mitzugestalten. Die Wall Street weiß schon, wie sie sich die Taschen voll macht und vor allem die Gierigen in solche Werte lockt. Aber die Halbleiter, hier stand gestern nachbörslich oder gestern Börsenschluss, tiefster Stand im März. Natürlich, wir sind massiv gestiegen, aber irgendwie ist so der ganz große Move, der ganz große Drive raus. Das sehen wir auch in den einzelnen Aktien in diesem Halbleitersektor. Nur Nvidia noch positiv, selbst Taiwan Semiconductor, Broadcom, Intel,
Texas Instruments, Qualcomm, wie sie alle heißen, in den letzten 5 Tagen, das ist ja die mittlere Spalte links, im Minus. Und heute war es lange eben auch so, dass dieser Halbleitersektor nicht gut lief. AMD ist sehr stark im Minus. Broadcom, Nvidia, wie gesagt, hat sich erholt. Es sind dann die Klassiker, Microsoft, Apple, die das Ganze wieder gezogen haben, nach oben gezogen haben im Tech-Sektor zunächst mal, aber insgesamt, so eine Analyse der Bank of America, könnten wir vor einer Rotation stehen, raus aus Tech und rein vielleicht nach Europa, ist ja auch nicht so super schlecht gelaufen. Aber ist natürlich viel billiger als Tech in den USA mit diesen parabolischen Anstiegen. Jetzt kommt eine Analystin der Bank of America und sagt, guckst du, da ist ja überhaupt keine breit gefächerte Euphorie im Markt. Das ist Frau Subramanian, die von der Bank of America sogar sagt, das größte Risiko ist auf der Oberseite beim S&P 500, während von derselben Bank, nämlich der Bank of America, Mr. Hartnett sagt, naja, man sieht schon ganz klare Zeichen einer Blase. Kryptos, Big Tech, all diese parabolischen Anstiege, die sind wohl nicht ganz dem normalen, nicht euphorischen Umfeld geschuldet. Und ich habe hier mal Sentiment-Indikatoren zusammengestellt, die die Aussage von der Frau Subramanian ganz klar widersprechen oder der Aussage widersprechen. Wir haben erstens höchste Positionierung der Vermögensverwalter seit November 2021 mit knapp 105%. Die sind also mehr als zu 100% investiert. Dann haben wir darunter Investors Intelligence, das ist die Stimmung in Börsenbriefen, so bullish wie seit 2017 nicht mehr, Dezember 2017 nicht mehr. Fear and Greed Index von CNN eh schon seit Monaten im Grunde, seit Jahresbeginn im Gier- oder Extremgier-Bereich. Wir haben dann die Privatinvestoren, wo nur etwa 20-21% bärisch sind, meistens um und bei die Hälfte bullish ist. Dann haben wir Charles Schwab, Sentiment Survey, gibt es seit 21 Stimmen. Noch nie so bullisch wie jetzt aktuell. Also keine breit gefächerte Euphorie, da würde ich mal mir diese Indikatoren eben genauer anschauen, eben auch diesen Indikator von Goldman Sachs, Sentiment Indicator. Stimmung ist noch bullischer geworden. Bullische Stimmung seit März 2021, also seit 3 Jahren, aber nein, wir haben keine breit gefächerte Euphorie. Diese Aktienhosse, die kommt ja dem guten Joe Biden zugute. Das wird jetzt den Seth Donald natürlich ärgern, der ja immer sich oder das Aktienmarktgeschehen auf sich selbst bezogen hat. Steigt der Dow damals, oder ist der Dow gestiegen, hat der Trump gesagt, ja, das ist wegen mir. Jetzt hat er natürlich Schwierigkeiten, das zu begründen, warum auch unter Biden die Aktienmärkte steigen. Wahrscheinlich steigen sie unabhängig von dem Präsidenten, das ist die wahrscheinlichste Erklärung, aber in dem Kopf eines Narzissten Trump natürlich nicht gültig, also muss er sagen, ja, die steigen, weil die Märkte wissen, dass ich dann Präsident werde. Das ist natürlich, glaube ich, schlichtweg viel zu weit weg noch, als das wirklich eine Motivation wäre. Es ist die Hoffnung auf sinkende Zinsen, die sich zwar verflüchtigt, aber dafür hat man die KI-Euphorie und jetzt eben die Frage, können die Märkte sich noch so lange von diesen sinkenden Zinserwartungen entkoppeln wie bisher? Morgen ja die Fed und hier Nick Timiraos, das Mouthpiece der Fed, der Fed-Flüsterer, der sagt, ja, wir haben jetzt die Situation, dass manche sich vielleicht auf die Rezessionsrisiken schon fokussieren könnten. Wir haben auf der einen Seite eine steigende Inflation, wir haben auf der anderen Seite durchaus einige Indikatoren, die schwächer werden, außer der US-Wirtschaft, etwa Aussagen von Dollar Tree jetzt kürzlich, wir sehen Credit Card, Non-Current Rate, also dass da praktisch Zahlungsausfälle sind, vor allem im Niedriglohnsektor sehen wir, dass die Ausfallraten bei Kreditschulden deutlich steigen, nachdem die Amerikaner ja Monate, wenn nicht gar Jahre lang die steigende Inflation über steigende Schulden praktisch ausgeglichen haben, die wollten ihr Lebensstandard halten, haben einfach immer mehr Verschuldung angehäuft und bei den großen Investoren ist eine höhere Inflation jetzt das Top-Thema wieder.
Das war lange ja sehr, sehr anders. Da hat man gesagt, Inflation, wir haben doch Disinflation, wo ist jetzt das Problem? Wie wird die Fed darauf reagieren, auf diese Inflationszahlen, die zuletzt ja allesamt höher waren, Erzeugerpreise etc.? Und vor allem, wird sie in einer solchen Situation die Zinsen senken können, obwohl wir manche Schwachpunkte schon sehen in der US-Konjunktur, aber auf der anderen Seite diese Euphorie an den Märkten. Ich hatte Sven Hendrik hier heute Morgen schon zitiert, aber die Inflation geht nach oben. Wir sehen, dass im Prinzip die Aktienmärkte so extrem sind wie noch nie. Die reichsten 1% immer reicher werden. Wie kannst du in einer solchen Situation eigentlich die Zinsen senken? Das scheint wenig möglich. Die entscheidende Frage wird sein, wird die Fed in den Dotplots vielleicht aus 3 nur noch 2 Zinssenkungen machen, die sie erwartet? Das wird die große Frage vor allem morgen sein. Da kommen ja die Projektionen, Wirtschaftswachstum, Inflationsprognose, wird die höher sein etc. All diese Dinge. Und MicroStrategy von einem meiner allerbesten Freunde, Michael Saylor, der ja sagt, du musst nur viel genug Bitcoin kaufen, dann wird alles gut. Der hat jetzt mal wieder über 9000 Bitcoins gekauft. Durchschnittskurs 67.382. Das Spiel ist ja okay, wenn es funktioniert, solange es funktioniert. Dazu muss Bitcoin aber steigen, nicht fallen. Wenn Bitcoin mal richtig fällt, dann hat der gute Mann ein Problem. Er verkauft ja täglich Aktien, wechselt also sozusagen seine MicroStrategy-Aktien in Fiat-Geld. Ob er dann davon Bitcoin kauft, weiß man nicht, wird behauptet, aber ist nicht gesichert. Also ist die Frage, wie vertraut er eigentlich überhaupt seinem ganzen System? Er selber wälzt vor allem die Risiken auf die Investoren in die Aktie ab. Und hier sehen wir nochmal die Bitcoin-Zuflüsse in dieses ETF oder in die ETFs, die es ja gibt, 10 Stück, soweit ich weiß. Und wir sehen, das Ganze hat erst richtig angefangen im März. Diese Grafik ist Stand 14. März. Da hat Bitcoin bei knapp 74.000 Dollar sein Hoch erreicht. Allein da ist schon etwa gut doppelt so viel reingeflossen in Bitcoin-ETFs wie im gesamten Januar. Deutlich mehr als im Februar insgesamt. Das dürfte jetzt dann mindestens das Doppelte, wenn nicht das Dreifache sein, Ende März, wenn wir also mit dem März fertig sind. Das heißt, die Leute, die jetzt dann im März reingegangen sind, die haben natürlich auch zu höheren Kursen gekauft. Da gab es Kommentare auf YouTube, woher willst du wissen, dass die da höher eingestiegen sind? Naja, es ist ja klar, wenn die im März gekauft haben, wir sehen Ende Februar beginnt dieser dynamische Anstieg vor allem. Als wir nach oben gehen, erreichen dann Mitte März eben diesen Hochpunkt bei knapp 74.000 Dollar, um da nach unten zu gehen. Das heißt, die meisten sind so um und bei zwischen 74.000 Dollar da drin. Könnte man wahrscheinlich so einen Durchschnittskurs von 68.000, 69.000 Dollar mal annehmen, würde bedeuten, dass die natürlich schon nicht mehr jetzt im Gewinn sind. Und dann passieren seltsame Sachen wie ein Flashcrash, bei dem auf einer Bitcoin-Börse der Preis auf 8.900 Dollar abgestürzt ist. Das ist natürlich ziemlich übel, wenn du da mit Stops abgesichert bist, dann bist du so schnell raus, so kannst du gar nicht gucken. Dann entstand eine Kaskade offenkundig an Stop-Losses, sodass der Kurs auf 8.900 nur dort gefallen ist, sonst ist er nirgendwo irgendwie unter die 60.000er Marke gerutscht. Was da passiert ist, meine Damen und Herren, in diesem Artikel ist hochspannend eigentlich, wie die Dinge hier aufgestellt sind. Erste Empfehlung und die zweite Empfehlung. Die Anleger sind risikofreudig wie schon lange nicht mehr, so die Bank of America, aber sie rotieren jetzt eben mehr raus aus Tech rein nach Europa. Was genau dahinter steht, können Sie in diesem Artikel lesen, also diese beiden Artikel. Und wenn die Ihnen gefallen, die ich Ihnen unter dem Video verlinke, meine Damen und Herren, dann würde ich mich freuen, wenn Sie die in sozialen Netzwerken teilen. Ich sage jetzt erst einmal Servus und Ciao.